Kannst dich nicht hinsetzen. Filmbrett. Okay. Hallo Leute! Hallo! Ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Heute mal wieder mit meiner Schwester. Ich wollte mich bei euch mal, bevor wir dieses Video anfangen, bedanken für mein letztes Video zusammen mit meiner Schwester. Da habe ich sie ja das erste Mal gezeigt. Deswegen ist sie jetzt gerade hier auch vor der Kamera. Und das Feedback von euch war so unfassbar positiv. Damit hätte ich und, glaube ich, Jana auch niemals gerechnet. Ihr habt sehr, 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 sehr viel Liebe dagelassen. Und dafür wollten wir uns mal bedanken. Jetzt kommen wir aber zum heutigen Videothema. Wusstest du, dass es eine Fanpage für uns beide gibt? Und für mich? Ja, das ist voll süß. Irgendjemand hat eine Fanpage für uns beide gemacht. Und für mich alleine. Oh, bist ein Star. Was machen wir denn im heutigen Video, Jana? Anime zusammen. Wir stellen Kinderbilder nach. Wir stellen Kinderfotos nach. Genau, meine kleine Schwester und ich haben nämlich sehr, sehr viele lustige Fotos von uns beiden zusammen. Ich war gute 8 Jahre alt, als die kleine Maus hier geboren wurde. Und als sie noch ein Baby war und ich dementsprechend irgendwie, ja, 8, 9 oder 10, haben wir einige Fotos gemacht, die doch sehr lustig geworden sind. Und wir haben uns überlegt, wir machen die heute mal nach. Hm? Ja. Hm? Ich finde, wir haben uns beide ziemlich krass verändert, aber was auch echt witzig ist, ist, dass sie ja jetzt quasi so alt ist wie ich auf den Bildern damals und man sieht schon dolle die Ähnlichkeit, oder? Tatsache. Ich würde sagen, wir labern jetzt aber nicht mehr lange drum rum. Ich bin mir sicher, ihr wollt alle die Fotos sehen und vor allen Dingen, wie wir die dann nachmachen. Und aus diesem Grunde würde ich sagen, let's go! Genau. So, das erste Bild, was wir nachmachen, ist dieses hier. Und aus diesem Grund sitzen wir jetzt gerade auch schon auf dem besagten Sofa. Das haben wir zum Glück immer noch. Und da die Klamotten ja jetzt gerade nicht so sehr zu denen auf dem Foto passen, werden wir die jetzt noch ändern. Tada! So, jetzt haben wir unsere richtigen Klamotten an. Und was richtig cool ist, wir haben tatsächlich diese Decke, die ihr auf dem Foto hier seht, auch wieder gefunden. Die war noch bei uns im Keller und die werden wir jetzt dann mal da in der Ecke drapieren. Oh, das ist sogar das Kissen drin. Einfach irgendwie so dahin, dass es halt so ein bisschen knuddelig aussieht, so wie auf dem Bild. Ja, top. Kann man nicht so viel falsch machen. Und ich habe da tatsächlich noch so kurze Haare, die kann ich mir halt höchstens jetzt in mein T-Shirt hinten reinstecken. Weil abschneiden möchte ich mir die für das Foto jetzt tatsächlich nicht. Ich glaube, Jana noch viel weniger. Weil Jana hat da tatsächlich noch fast eine Glatze. Guck, das sieht so richtig süß aus. Und deswegen hat sie sich jetzt hier schon einen Zopf gemacht. Und ich würde sagen, wir machen sie nochmal eben zum Dutt, damit es noch mehr aussieht wie eine Glatze, wa? Eine Ewigkeit später. Also du musst jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter nach da. Geh, 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 geh. Und ich war auf jeden Fall so, hab meinen einen Arm hier so drüber und meinen anderen habe ich hier. Und du stehst halt eigentlich und guckst mich sehr. Du musst das so runter. Ja, ich drück das so runter und du guckst so. Kannst du so gucken? Ne, so. Okay. Ich hoffe, das hat jetzt halbwegs gut funktioniert. Ich glaube, es ist ganz gut geworden. Und jetzt würde ich sagen, ab zum nächsten Foto. Unser nächstes Foto ist dieses hier. Und das ist tatsächlich kurz nach der Geburt von meiner kleinen Maus hier entstanden. Und deswegen ist das Ganze auch im Krankenhaus geschossen worden. Da wir jetzt aber leider nicht im Krankenhaus sind, mussten wir das irgendwie versuchen nachzustellen. Wir haben jetzt hier einfach unser Sofa mit ein bisschen weißen Decken und Kissen geschmückt. Und ich hoffe, das kommt dem Ganzen irgendwie ein bisschen nah. Ich habe da ein blaues Oberteil an. Ich habe aber kein blaues Oberteil. Das Einzige, was wir hatten, ist dieses blaue T-Shirt hier. Und das ist Janas. Und ich habe mich da irgendwie reingezwängt. Ich glaube, man kann sehr deutlich erkennen, dass mir das definitiv zu klein ist. Aber egal. Ich trage dort auch noch einen Haarreifen, den ich früher immer getragen habe. Aber ich habe den leider nicht mehr. Deswegen nehme ich jetzt hier so ein Haarband. So. Und mein Schätzkind, ich habe dich tatsächlich einfach im Arm. So, du musst hier diese Mütze aufsetzen. Okay, also du ziehst diese Mütze hier jetzt auf und lass mich mal erstmal da sitzen. Au, oh mein Gott, du bist schon voll auf Fuß gedreht. Oh. Muss ich jetzt. Ey, das, du bist ein Riesenbaby, ne? Okay, also. Warte, die muss richtig die um muss mich. Richtig um dich rum. Decke. Also meine eine Hand ist hier und die andere Hand ist hier so unter dir. Und jetzt gucke ich dich ganz verliebt an. Oh mein Gott!
Boah, Leute, ich muss dieses T-Shirt hier ausziehen. Das ist sowas von unfassbar viel zu eng. Das geht gar nicht. Unser nächstes Foto ist dieses hier. Und da liegen wir eigentlich in einem Kinderbett, aber wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, haben wir dieses Kinderbett tatsächlich nicht mehr. Deswegen müssen wir wieder hier auf unserer Couch improvisieren und wir haben ein Handtuch genommen, da wir auch keinen rosa Untergrund haben. Und das hier, ich weiß nicht, was das auf diesem Foto sein soll. Ich glaube, das ist so eine Sabberdecke, wo halt Babys ihren Kopf draufgelegt bekommen, damit sie nicht halt die Matratze oder das Laken durchsabbern. Und mein Blick ist wirklich der Burner und dein Blick ist auch richtig, richtig gut. Du musst so richtig so... Da wir aber von oben fotografiert wurden auf dem Foto, müssen wir jetzt natürlich logischerweise auch von oben fotografiert werden. Das können wir nicht mit dieser Kamera machen. Deswegen kommt jetzt meine Mami uns zur Hilfe, hoffentlich gleich irgendwann, und fotografiert uns. Bis dahin können wir ja schon mal unseren Blick üben. Also, ich muss auf jeden Fall meinen Kopf hier so haben. An deinem. Hauptsache, mein Kopf war da irgendwie dreimal so groß wie deiner und jetzt ist er gleich groß. Okay. Oh, mein Nacken. Guck mal, wie das aussieht, ey. Hallo. Hallo, Luni. Lecker. Auf dieses Foto hier freue ich mich tatsächlich ganz besonders, da ich Diana jetzt schminken darf. Und zwar genauso, wie ich es damals auch schon mal getan habe, an genau diesem Fleck hier mit genau diesen Lichtschaltern. Und zwar auf diesem Foto hier. Das finde ich so unfassbar mega süß, dieses Foto, weil ich weiß noch, da habe ich gesagt, dass ich Jana zur Schneelandschaft schminke und da habe ich ihr so einen Pilz auf die Wange gemalt. Das sieht so süß aus und das werde ich jetzt auch wieder machen, nachdem du deine Schokolade aufgegessen hast. Okay, und ich würde sagen, let's begin. Also, dein Kinn war auf jeden Fall komplett voll Schnee, also generell halt die Unterseite so. Weil es war ja eine Schneelandschaft und dann ist ja unten logischerweise ganz viel Schnee. Und besonders deine Augenbrauen waren schön, guck mal. Ich hab dir auch noch einen Schneemann auf die andere Seite gemalt, das weiß ich noch. So, Schneemann auf der einen Seite schon mal fertig. Jetzt machen wir die Augenbrauen, die waren komplett weiß. Außerdem hattest du auf dieser Seite hier, warte, das zeigen wir mal, einen Fliegenpilz. Und den machen wir dir jetzt. Da war natürlich auch eine dicke Schneeschicht drauf und Punkte, wie ein Fliegenpilz es halt so hat. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil, den Schneeflocken im kompletten Gesicht. Voll krass, damals hast du das mal immer mit dir machen lassen. Und irgendwann hattest du dann keinen Bock mehr auf Schminke. Ich wollte Jana immer unbedingt zu Karneval schminken, aber Jana wollte nicht. Da war ich immer beleidigt. Ich glaube, mein Kunstwerk ist fertig. Oder Leute, was sagt ihr? Ich glaube, das war tatsächlich damals so gut wie irgendwie ein Selfie. Deswegen machen wir das jetzt so. Bisschen mehr so. So. Freu dich einfach. Schande. Ja, leider musst du das Kunstwerk jetzt auch schon wieder abmachen, weil wir kommen zum nächsten Foto. Kunstwerk. Willst du mir jetzt hier irgendwas damit unterschwellig sagen? Und ab zum nächsten Foto. Unser nächstes Foto ist dieses gute Stück hier. Das ist tatsächlich auch wieder an der komplett gleichen Stelle fotografiert worden. Nur die Möbel hinter uns sind etwas anders, bis auf die Couch, die ist immer noch da. Genau, ich habe sie da auf dem Arm. Das wird gleich ganz schön schwer. Auf jeden Fall habe ich hier auch... Nicht so entsetzt. Auf jeden Fall habe ich auch noch vorne in den Haaren so zwei blaue Haargummis. Ich hatte jetzt keine knallblauen Haargummis, aber so zwei mintgrüne habe ich gefunden. Da hatte ich auf jeden Fall einen großartigen Stil, was Haarstyling anging. Also ich finde, die Frisur könnte ich mir eigentlich auch mal wieder machen. Um Gottes Willen, ey. Wie gucken wir denn? Das ist jetzt hier die große Frage. Ich freue mich einfach und du streckst wieder die Zunge raus, wie immer gefühlt. Komm mal hoch. So. Meine Hand ist hier. Und da. Deine ist hier. Pack mal dein Handy weg. So.
glaube, das hat ganz gut geklappt. Du bist hier die ganze Zeit am Schokolade essen. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Gleich ist die Tafel leer. Fürs nächste Bild. Stimmt. Das war eine super Überleitung. Guten Tag, liebe Leute, zu Julias und Janas Backstunde. Heute mit leeren Backblechen, weil wir leider keine Zeit haben, Weihnachtskekse zu backen und das von der Zeit her auch nicht so ganz gut passt. Wir haben aber ganz viel geschmolzene Schokolade, denn unser nächstes Bild sieht so aus. Ich weiß nicht, wo auf diesem Bild ich überall in meinem Gesicht Schokolade habe. Das ist aber auf jeden Fall an einigen Stellen. Und das werden wir jetzt mal versuchen nachzustellen. Und Jana wird mir bestimmt ganz fröhlicherweise dabei helfen. Also ich weiß, dass einiges der Schokolade auf meiner Nase und an meinen Händen ist, definitiv. Ja. Nicht auf die Stirn. Oh mein Gott. Oh Mist, jetzt habe ich das Bild nicht in der Hand und ich weiß nicht, wie ich gucke und so, aber ich kann das nicht mehr anfassen. Leute, sehe ich eigentlich sehr schlimm aus. Ich kann mich selber gerade überhaupt nicht sehen. Ich weiß nicht, was Jana getan hat. Ich spüre nur sehr viel Klebe und ich schmecke Schokolade. Bist du bereit? Mhm. Das hängt alles in meinen Haaren. Egal. Hallo. Leute, ich möchte eigentlich echt nicht ins Wasser. Oh mein Gott! Es ist nicht kalt, wenn du... Oh mein Gott, ja, das ist so kalt! Kann ich da hin? Nein, ich bin nicht... Also Leute, der Grund für unseren spontanen Poolbesuch ist ganz einfach. Wir haben ein Kinderfoto zusammen in der Badewanne, beziehungsweise Jana ist dort in der Badewanne, aber ich will ja kein Spielverderber sein und da wir... Beziehungsweise Jana ist auf diesem Bild in der Badewanne. Und zwar ist es genau dieses Foto hier. Auf diesem Foto haben wir so eine kleine Plastikbadewanne. Die haben wir natürlich leider nicht mehr jetzt. Und da wir... Oh mein Gott, es ist so kalt. Und da wir dieses Foto schlecht in der normalen Badewanne machen können, weil die an der Wand ist und man dann kein richtiges Foto machen kann und so weiter, ist auch völlig egal, sind wir jetzt in unserem wunderschönen Pool hier gelandet und ich bin mit drin. Ich trage sogar das gleiche Haarband tatsächlich, was ich damals getragen habe. Ich habe es tatsächlich gefunden. Es ist immer noch bei meiner Mama im Kosmetikschrank und deswegen habe ich das jetzt wieder hier. Guck mal, ich kann Flickwerk im Wasser. Und ein Vorbild auch. Toll! Okay, ich werde jetzt auf jeden Fall... Ah, das ist kalt! Das ist kalt! Ah, Jana, auf! Okay, das reicht! Das reicht! Dein Blick ist wirklich grandios! Du musst ihn hier... Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Es ist auf jeden Fall richtig, richtig witzig. Also du musst einfach ein bisschen verzweifelt gucken und ihn hier machen. Und ich ziehe mir jetzt dieses Top hier drüber, weil ich da auch einen Top trage. Und bade dich einfach fröhlich und genüsslich. Es ist nämlich tatsächlich das erste Mal gewesen, dem kleinen Leben hier, dass sie gebadet wurde und ich war die erste Person, die sie baden durfte. Tauchst du bei? Immer noch sehr stolz darauf. Ich ziehe das Top jetzt einfach über meinen Badeanzug drüber. Schön, oder? Kopf auch ein bisschen ins Wasser. So, ich halte dich feste. Noch ein bisschen mehr dahin. Bisschen mehr dahin. Genau. So, und jetzt... Jeden Fall unten in die Kommentare, welches... Hä, ist schon Ende? Ja. Hä? Leider ist schon Ende. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, welches der Fotos ihr am lustigsten fandet und was ihr findet, was wir am besten nachgemacht haben. Du kleiner Blödmann. Gebt dem Video auch auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr Videos mit meiner kleinen süßen Schwester hier sehen wollt. Und schreibt uns auch in die Kommentare, was für Videos ihr von uns beiden zusammen, zu zweit, forever. Genau. Bis dahin kommt jetzt aber hier noch zu meinen beiden letzten Videos. Dort könnt ihr mich abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi!